Das ist ein absoluter Traum, so ein schöner kleiner Pool im eigenen Garten, abends in dem warmen Wasser liegen, die Abendsonne genießen. Absolutes Träumchen. Frage ist immer nur, wie beheizt man sowas wirklich schnell und effektiv auf einfache Art und Weise? Dazu habe ich mir ein paar kleine Gedanken gemacht. Ich will dazu einen Rocket Stove nutzen. Ein Rocket Stove ist ein absolutes Multitalent. Wir haben damit schon so viel gemacht. Das heißt, man kann damit Feuer machen, man kann unglaubliches Ambiente schaffen, man kann damit grillen und selbst ein Feuerrohr habe ich damit schon betrieben. Alles ist damit wirklich möglich, aber kann ich damit auch einen kleinen Pool beheizen? Die Aufgabenstellung ist also klar. Wir brauchen einen Rocket Stove. Das hier ist ein schöner Rocket Stove, der ist aber ein bisschen zu klein. Den habe ich vor ein paar Wochen gebaut. Da werde ich eventuell auch noch mal ein Video zu veröffentlichen. Also auch eine sehr, sehr schöne Variante mit tollen Funktionen. Wir brauchen aber eine Nummer größer und dazu nehme ich einen Rocket Stove Bausatz. Den habe ich auch schon mehrfach vorgestellt. Das ist eine ganz einfache Möglichkeit. Damit kann sich wirklich jeder innerhalb kürzester Zeit einen richtig schönen Rocket Stove bauen. Das sind im Prinzip zwei Blechtafeln. Diese Blechtafeln sind ausgelasert bis auf ganz kleine Nasen. Und das bricht man einfach auseinander, man steckt es zusammen, man heftet es zusammen und man hat einen richtig schönen, massiven, großen Rocket Stove. Der Vorteil daran ist von wegen, das kann wirklich jeder. Und der zweite Vorteil ist, das ist sogar noch sehr, sehr bezahlbar. Also ganz einfach die Bleche ausbrechen, das dauert wenige Minuten, ist also wirklich sehr einfach möglich. Falls man mal irgendeine Stelle hat, muss man da mal minimal nachschleifen, aber in der Regel oder so sieht man hier auch bei mir, dass das wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Dann sortiere ich mir das Ganze. Ich habe einmal den grundlegenden Körper, ich habe unten den Aschekasten und ich habe einen Stutzen, der reinkommt. Das ist es im Prinzip, ein bisschen vorsortieren und dann kann man das im Prinzip nur so zusammenstecken. Ich finde das immer wieder schön, weil sowas ermöglicht Leuten, die noch nie was mit Schweißen und Metallbearbeitung zu tun gehabt haben, sich innerhalb kürzester Zeit sowas selber zu bauen. Einfach reinstecken, ausrichten und dann abpunkten. Ein paar Punkte reichen hier vollkommen aus. Wichtigste ist natürlich immer, dass man auch wirklich richtig in diesen Nasen drin ist. Dann macht man einfache kleine Stückschweißungen zwischendurch, vielleicht nochmal mit dem Hammer richtig reinkloppen, dass das auch hundertprozentig drin sitzt. Das sollte natürlich logisch sein, aber im Prinzip ist es wirklich sehr, sehr einfach. Eine sehr, sehr simple Version und das ist auch eine Version wirklich für die Ewigkeit. 3 mm Stahlblech ist unglaublich robust, das Ganze. Und dann hat man schon den Stutzen zum Einführen fertig. Und genauso baut man den Aschekasten. Ganz einfach zusammenstecken, zusammendrücken, abheften und fertig ist der Aschekasten. Der Körper an sich lässt sich genauso einfach zusammenbauen. Das heißt, wir stecken das zusammen. Wir haben hier unten das Lochblech. Das ist hinterher die Abgrenzung zum Aschekasten. Ich setze hier eine Schraubzwinge an, dass alles vernünftig sitzt. Und dann kriegt das Ganze ein paar kleine Stückschweißungen. Und hier kann man natürlich einen riesengroßen Fehler machen, wenn man unten in dem Bereich des Aschekastens von innen heftet oder schweißt. Weil dann hat man das Problem, dann passt der Aschekasten hinterher nicht richtig. Dann kann man alles nachschleifen oder so. Das ist immer ein riesengroßer Ärger. Das ist fast das Einzigste, was man hier bei diesem Ofen falsch machen kann. Ansonsten schön abpunkten. Hinterher kommt von unten das Blech drauf und dann punkten wir das von außen ab. Beschleifen das nochmal ein bisschen. Und ich habe, wie gesagt, eine Seite offen gelassen und jetzt kommt hier unser Innenausbau rein. Vorher machen wir nochmal einen kleinen Funktionstest, das heißt, Aschekasten passt perfekt. Dann haben wir hier die Seitenwand und den Seitenstutzen. Der Seitenstutzen, der wird hier einfach eingehangen. Im Prinzip eine ganz einfache Sache, kann man auch mit ein, zwei Punkten fixieren, braucht man aber im Prinzip nicht. Das ist die Seitenwand und unten ist das Ganze dann halt frei für den Aschekasten. Und das ist im Prinzip schon dieser Rocket Stove. Sieht wirklich gut aus, da würden normal noch Füße drunter kommen. Das machen wir ganz zum Schluss. Und man hat oben noch die Aufnahme für eine Grillplatte oder dergleichen. Und um das Wasser jetzt zu erhitzen, habe ich mir einfach eine passende Kupferspirale besorgt. Ist im Prinzip eine sehr einfache Sache. Man kann sich sowas selber wickeln.
Ist aber eher schwierig, das so genau hinzubekommen. Also es gibt die auch zu kaufen. So eine Kupferspirale hat mich schlanke 60 Euro gekostet und die kann ich hier ganz einfach reinsetzen. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass das alles mit meinem Stutzen passt. Und wenn ich die richtig positioniert habe, dann klinke ich mir seitlich mein Blech einfach aus. Das mache ich hier mit einem Winkelschleifer und einer Curve-Schleifscheibe. Da kann man oben mit der Rundung arbeiten. Da kann man wirklich richtig schöne Ausklinkungen mit schleifen. Das funktioniert wirklich sehr gut. Nutze ich sehr, sehr häufig. Ich habe die Spirale noch so ein bisschen abgewickelt, dass ich nicht zu dicht an dem Ofen bin, dass es halt mit den Anschlüssen nicht zu warm wird. In so einem Rocket Stove entstehen natürlich unglaubliche Temperaturen. Und da ich mir ein bisschen Sorge mache um meine Kupferspirale, brenne ich mir noch ein Prallblech aus. Früher hätte ich mir das mit der Hand zugeschnitten, heutzutage bin ich natürlich faul geworden. Ich nehme einfach meine CNC-Plasmaschneidanlage und brenne mir hier so ein Blech aus. Und das Blech passt natürlich dann perfekt, kann man sich vorher ausmessen, habe ich genau die Spirale mit aufgenommen und habe so, dass die extremste Hitze nicht sofort auf die Spirale kommt, dass das Rohr da in dem untersten Bereich nicht so extrem belastet wird. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich nötig ist, ob es nicht ausreichen würde, wenn da Wasser durchläuft zur Kühlung, aber Sicherheit geht vor. So eine Spirale, wie gesagt, kostet um die 60 Euro. Die wollte ich nicht beim ersten Versuch gleich ruinieren. Ich habe mir noch ein Stück Rohr abgeschnitten und Vorteil ist jetzt natürlich auch, dass ich eine richtig schöne Aufnahme habe für diese Kupferspirale. Die Spirale sitzt da einfach nur drauf, die kann also sich auch ausdehnen, die kann also auch arbeiten, wenn es in diesem Rocket Stove richtig, richtig warm wird. Das Ganze ist jetzt natürlich ein Versuch, darum hefte ich hier wirklich alles nur, dass ich halt hinterher wirklich diese Kupferspirale ganz einfach wieder rausnehmen kann, wenn das nicht so funktioniert, wie ich das gerne haben möchte. Einfach ein paar Punkte, dann kommt der Deckel oben drauf. Den Deckel hefte ich jetzt von außen nur mit Wick, einfach kleine Punkte. Die kann ich hinterher einfach wieder plan schleifen und kann das Ganze dann wie halt wieder auseinandernehmen. Im Prinzip eine sehr einfache Sache und dann habe ich meine Kupferspirale in meinem Rocket Stove schon positioniert. Das letzte, was ich jetzt mache, sind die Füße, die da unterkommen. Die waren bei meiner ersten Version früher nicht dabei. Die gibt es mittlerweile einfach, um die Standsicherheit von so einem Rocket Stove noch mal ein bisschen zu erhöhen. Es sind im Prinzip vier Bleche und jeweils immer zwei kleine Bleche, die zusammengesteckt werden, kriegen einen Hefter, werden in die Bleche eingeheftet und dann kann man sich die Füße so positionieren, wie man das haben möchte. Ich hefte die immer frei Schnauze darunter, positioniere die so ein bisschen, dass ich vorne den Stutzen, da wo es schwer wird, wo das Holz reinkommt, so ein bisschen mehr abfange und dann hat man mit so einem Rocket Stove wirklich auch eine richtig, richtig gute Standsicherheit. Gerade wenn man mit einer großen Grillplatte oben drauf grillt oder so, ist das natürlich schon zu empfehlen. Und jetzt habe ich im Prinzip einen ganz einfachen Versuchsaufbau. Einen schönen Maurerkübel, 60 Liter Wasser, Rocket Stove ist angeschlossen, die Spirale ist einmal mit Wasser gefüllt und dann geht das Ganze in einen zweiten Maurerkübel. Kübel haben immer 60 Liter Fassungsvermögen. Jetzt kann ich das Ganze umpumpen und gucken, wie ich die Temperatur dabei verändere. Rocket Stove anzünden, da kommt also unten ein Grillanzünder rein, man lässt den mal kurz ziehen und dann kommt durch den großen Stutzen ein bisschen Holz und innerhalb von wenigen Minuten hat man dann Rocket Stove, wo wirklich oben die Flammen rausschlagen. Ich habe wie gesagt in die Spirale vorher schon Wasser reingetan, sonst wäre die wahrscheinlich zu stark von der Wärme belastet. Aber da fehlen mir auch so ein bisschen die Erfahrungswerte, aber die kann man sich ja dabei immer noch sammeln. So, und jetzt haben wir in dem einen Kübel Brunnenwasser. Dieses Brunnenwasser hat gerade mal 12 Grad an Temperatur. Ist also wirklich arschkalt und wir lassen das Ganze 2-3 Minuten ziehen, bis diese Spirale wirklich auch eine gute Temperatur hat. Und dann kann man anfangen und kann das Ganze ganz in Ruhe umpumpen. So ein Umpumpvorgang dauert jetzt schlanke 10 Minuten. Das heißt 60 Liter einmal umpumpen. Ich habe das so ein bisschen begrenzt vom Durchfluss her, dass es gerade mal 60 Liter sind in 10 Minuten. Und dann kann man das wirklich schön in Ruhe umpumpen. Wenn es zu schnell geht, dann ist natürlich die Effektivität von so einer Spirale relativ gering.
Jetzt ist natürlich die Frage, was bringt das Ganze effektiv? Ich habe mal meinen ersten kleinen Versuch gemacht, habe das umgepumpt und da komme ich von 12 Grad kaltem Wasser auf lauschige 25 Grad. Also ist schon mal eine ganz andere Hausnummer, 25 Grad ist schon mal nicht verkehrt, dauert allerdings für die 60 Liter 10 Minuten. Wenn man schneller macht, von wegen merkt man, dass das Wasser deutlich kühler wird, wenn es zu schnell durchgepumpt wird. Ich muss es also so ein bisschen begrenzen. Ich habe dann natürlich gleich nochmal wieder zurückgepumpt, habe hier einfach meine Pumpe umgestellt, habe den Schlauch einfach umgehangen und dann kann man wieder zurückpumpen. Und dieser nächste Vorgang, der hat das Wasser dann auf 35 Grad gebracht. Also das ist dann schon eine sehr, sehr angenehme Temperatur, 35 Grad. Damit war es natürlich immer noch nicht genug. Ich habe es nochmal wieder zurückgepumpt, habe nebenbei immer wieder eingeheizt, habe also eine halbe Stunde gebraucht und nach einer halben Stunde ist das Wasser dann bei 46 Grad. Und 46 Grad ist, glaube ich, eine Temperatur, da kann man sich dann schon eigentlich nicht mehr reinlegen. Das sollte schon zu heiß sein. Das ist also schon richtig schön warmes Wasser, 46 Grad. Und damit funktioniert das ganze System schon. Jetzt muss man natürlich überlegen, wenn ich mir so einen kleinen Pool baue, ich hatte überlegt, mir so ein IBC zu nehmen, da passen 1000 Liter rein, wenn ich das Ganze ein bisschen begrenze, natürlich nicht bis ganz oben voll das habe, mein Körper da auch noch mit reinkommt, bin ich, denke ich mal, trotzdem immer noch bei 600 Litern. Wenn ich das dann aufheize von wegen mit so einem Rocket Stove, das dauert natürlich schon ein paar Stunden. Da würde mich natürlich eure Meinung interessieren, wie ich das Ganze deutlich effektiver gestalten kann. Ich denke mal, wenn ich das jetzt so sehe, ich hätte das Prallblech mir sparen können, hätte die Aufnahme so ein bisschen anders gestalten können. Das Kupferrohr scheint das wirklich problemlos wegzustecken. Vielleicht hätte ich das Kupferrohr auch noch ein bisschen tiefer in den Heizraum setzen sollen, um da wirklich noch höhere Temperaturen zu erzielen. Dazu würde ich gern eure Meinung hören. Ansonsten sieht man wieder, Rocket Stove ist ein absolutes Multitalent. Egal, ob man grillt, ob man damit ein Feuer, ein schönes Ambiente schafft, von wegen, man kann damit wirklich alles machen. Ich bin da ein Riesenfan, ich spiele da unglaublich gerne mit rum und selbst Wasser kann man damit richtig, richtig schön erhitzen. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Den Rocket Stove Bausatz verlinke ich hier unter natürlich, der ist wirklich sehr bezahlbar, den kann ich wirklich empfehlen. Ich habe so oft Leute bei mir in der Werkstatt, die dann Schweißen lernen wollen und die dann mit so einem Rocket Stove als erstes Projekt anfangen und die sind dann wirklich extrem zufrieden, weil man kriegt das so einfach hin und das ist so ein tolles Ergebnis und das macht so viel Spaß, den im Garten zu betreiben. Bis dann, euer Manni.